Moin ihr da draußen und willkommen bei einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir waren ja letztes Mal hier auf diesem wunderschönen Gebäude in einer Ecke, wo wir eigentlich noch gar nicht sein sollten. Schnauze da hinten. Aber wir sollten eigentlich auch auf diesen Vorsprung, da wollten wir eigentlich hin. Also nicht da hinten hin, damit die verwechseln, sondern hier vorne in diesem Bereich. Ich überlege jetzt das Ganze auch einfach mal über Land zu machen und nicht über den Flussweg. Aber dazu Stua, neue Orte entdeckt Stua. Wie sind das mehrere Orte ineinander? Ist das eine Großstadt? Mehrere Städte, die ineinander gewachsen sind? Ich sag mal so, mir gefallen die Häuser. Und das meine ich jetzt ehrlich so. Mir gefällt dieses Design von den Häusern. Alter, wie groß. Wie fett. Also diese Stadt gefällt mir schon mal sehr gut. Ich überlege jetzt gerade mal irgendwie an der Mauer vorbeizukommen. Ich bin so ein bisschen gespannt, aber irgendwie finde ich es auch wieder schade, dass ich nur eine kurze Aufnahme machen kann. Also diesmal versuche ich eine Stunde aufzunehmen. Und zwar eine Stunde ohne Probleme. Da oben sind Wachen. Ich versuche gerade, mich über die Mauer zu kommen. Hier ist wieder ein Haus im Weg. Ja, ganz toll. Geh mal hier weiter. Ist so eine Werft. Ohne Scheiße, mir gefällt dieses Setting einfach extrem gut. Richtig gut. Sowas wollte ich früher immer mal bei Minecraft bauen. Lagerhaus Hökers. Ich halte mich besser aus Ärger raus. Na toll, dann nicht. Ich schwimme einfach weg. Einfach weiter schwimmen. Einfach gar nicht drüber nachdenken. Einfach nur durch. Was zum Henker? Ich will das alles entdecken. Ich will das alles entdecken, aber ich habe gar keine Zeit dafür. Das Let's Play soll jetzt nicht zig Jahre dauern. Okay. Hier ist aber auch richtig viel zu machen. Aber ich bin noch zu schwach, deswegen will ich erstmal da weg. Ich bin nicht stark genug für diese ganzen Gegner hier. Was zum... Ein Schlachtfeld. Haut mal da ab hier, ich will mal was gucken. Eisenbrocken. Mal über die Leichen rennen, mal gucken, ob ich da noch was looten kann. Okay, da habe ich auch schon. Da ist nichts. Einmal da drüber rennen. Wenn es leckt oder die Ausgabe nicht so schön sein sollte, sagt mir bitte dringend Bescheid, dass ich da weiter rumtesten kann, weil ich gerade keine Probleme hatte bei dem anderen Let's Play. Bei einer anderen Aufnahme, wo es auch immer wieder Probleme gab. Aber ich glaube, die Einstellung ist jetzt so in Ordnung. Ich hoffe, es wird langsam dunkel übrigens. So, komme ich da irgendwie hoch? Gut, ja, komme ich. Das finde ich so ein bisschen schade. Dass das mit dem Klettern, also auf einer Seite schade, auf anderen Seite natürlich auch korrekt, dass das mit dem Klettern so ein bisschen vereinfacht worden ist. Ist aber schief, der kleine Baum hier. Der ist mal richtig schief. Oh. Tja, es wäre gefährlich, hier einen Kampf anzuzetteln. Echt? Geht da drüben vor sich. Ich versuche die jetzt zu. Genau, komm mal her. Falscher Alarm. Komm, wir pfeifen mal.
Ist da jemand? Tschüss. Gut, Ikarus, wir brauchen dich. Eventuell. Hey, da war doch noch gerade einer. Da vertue ich mich jetzt gerade. Nö, Tatsache. Ah! Lol. Philugos, Schurk. Level 20? Was? Was? Ich finde raus, wer das war. Der ist, soll Level 20 sein? Was? Okay, ich werde so drauf gehen. Ich werde so drauf gehen. Du, kein Schuss. Okay, doch nicht. Keine Gnade. Wieso ist denn hier ein Level 20er? Ich hatte etwas mehr erwartet. Was? 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 Warum war der Level 20er? Warum war der einfach fitten Level 20er? Ernsthaft? Ich wollte auch nur die Person im Käfig befreien und den Ort freischalten. Ist das denn so schwer? Ist das denn so viel verlangt? Alter, nein. Malaka, die Wachen hier sehen gefährlich aus. Nein, ich auch, Mann. Warte. Wer ist da? Oh fuck, ich bin auch in so einem nicht so schönen Gebiet. Okay, warte mal kurz. Ich will mal ganz kurz was gucken. Wo war ich gerade, in welchem Gebiet? Ich war hier. Hier ist der Kopfgeldjäger. Und da will ich hin. Zack. Alle Quests mal ganz kurz nachschauen. Ja, das ist eigentlich das hier. Ne? Odyssey Quest. Da ist ein... Sprich mit Nicola... Was ist mit den Kollegen eigentlich? Greifen die einen an? Okay, nein. Ich muss aufpassen. Oh oh. Schnell weg da. Auf unser Schiff los. Hurtig, meine Freunde. Hinter uns war nämlich... Da war gerade einer von den... Ne? Ja, nicht so ganz so schönen Sorte. Wie soll ich bitte da drankommen? Schiff. Was ist los mit dir? Okay, einmal Ikarus rufen. Da ist er. Okay, gib mal Gas da. Ich will mal ganz kurz gucken, wer das ist. Neue Söldner entdeckt. Nailos die Kröte. Okay, den sollten wir eigentlich locker hinbekommen. Die sollten wir eigentlich richtig easy in die Tasche stecken. Lagerhaus des Hökers. Okay, da hinten möchten wir hin. Okay. Schläger.
Okay, die Schläger sind wohl recht hoch. Auf die will ich erstmal nicht treffen. Ach, sehr schön. Erstmal ein bisschen Musik spielen. Schön, dass du wieder da bist, Kapitän. Finde ich auch gut. Wie gar keiner zu ihr guckt. Aber egal. So, wir müssen einmal hier rum, um das... Wir sollten das Treibgut bergen. Wir segeln aufs offene Meer. Ah, da Treibgut. Haltet das Tempo! Jo, das Ding ist 5 Kilometer entfernt, aber wir können das mal eben so bergen. Beeilt euch! Schnauze, ihr seid lauter als ich. Ich will nicht schreien, das ist nicht gut. Aber Reisegeschwindigkeit, oder? Oh, ein Fisch. Ein Hai. Hi. So. Okay, wir haben auf jeden Fall einen neuen Söldner. Warte mal, den könnten wir mal eben anschauen. Den schauen wir uns mal ganz schnell an. Söldner. Wir haben nämlich einen Söldner frei, und zwar Nalos die Kröte. Das ist der zweite. Finde ich gut. Den schauen wir uns mal direkt näher an. Nalos die Kröte. Nalos die Kröte wurde Söldner, nachdem sein Mentor auf geheimnisvolle Art ums Leben kam. Nalos behauptete, nach Vergeltung zu suchen, doch Gerüchten zufolge war er selbst der Mörder und sein Mentor war einfach nur sein erstes Opfer. Schön. Höherer Schaden durch Feuer, geringer Schaden durch Gift. Schön. Verfolgen wir jetzt nicht. Der wird uns schon finden. Naja, mit Speed hier, weißt du? Ich habe jetzt auf Reisegeschwindigkeit geklickt. Ah, muss ich nochmal. Was? Ich drücke jetzt noch nichts. Ah, Delfine. Da will ich auch mal gerne hin. Jawohl. Ich finde das richtig geil gemacht. Tschüss. Ich mag das. So. Gefangenen! Der Wolf ist nicht glücklich. Seht, wie der Athenerhund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Oha, oha, oha. Du hast die Blockade der Athener durchbrochen? Sie waren mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremde. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Okay, Nikolas Kinder sind tot. Du kannst nicht sein Sohn sein. Man sagt, seine Kinder seien vor Jahren in Sparta gestorben. Er nahm mich in seinem Haus auf, nachdem seine frühere Familie ihn enttäuscht hatte. Ich würde ihn niemals so entehren.
Manchmal geschehen Dinge auf eine Weise, die wir nicht planen oder erwarten. Die Geschichte hat eben ein seltsames Gedächtnis. Du redest, als wärst du dabei gewesen. Vielleicht war ich das. Unsinn, du bist zu jung, um das erlebt zu haben. Genug von der Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Warum segelt eine Söldnerin in einen Krieg, für den sie nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Ich will meine Dienste anbieten. Ich will den Wolf treffen. Ich würde gerne erfahren, was das hier ist, aber ich würde eigentlich sagen, ich will den Wolf treffen, um zu gucken, was passiert. Machen ich wir bin auch hier, mal. Um den Wolf von Sparta zu treffen. Du kannst Nikolaos nicht einfach treffen. Er kommandiert die gesamte spartanische Armee. Wenn du wirklich allein deshalb gekommen bist, muss ich dich leider enttäuschen. Hast du hier wirklich das Sagen? Du kommst mir nicht wie ein typischer Spartiat vor. Vielleicht spreche ich besser direkt mit Nikolaos. Sinn für Humor ist keine Qualität, die ich bei Söldnern besonders schätze. Doch wenn du hier bist, um Geld zu verdienen, fähige Kämpfer kann ich in der Tat immer gebrauchen. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Eieieiei. Dein Vater, wer genau ist er? Nikolaos, der Wolf von Sparta. Er war von meinen Fähigkeiten als Junge beeindruckt und nahm sich meiner an. Er trainierte mich und holte mich schließlich in sein Haus. Er ist mein Vater und Mentor. Ich lebe, um ihm Ehre zu machen. Du hast doch sicher von ihm gehört. Bisher nur Gerüchte. Die werden ihm wohl kaum gerecht. Er ist der größte Krieger und der beste Feldherr. Ich würde ihm bis an die Tore der Unterwelt folgen. Er ist ja sehr davon überzeugt, muss man sagen. Wie läuft der Krieg zurzeit? Die Athena-Blockade war der verzweifelte Versuch, unseren Vormarsch nach Megaris zu stoppen. Jetzt vertreiben wir sie ein für alle Mal aus der Region. Die Späher haben die wichtigsten Ziele in Vorbereitung auf den Angriff ausfindig gemacht. Unter dem Befehl des Wolfs werden wir siegreich sein. Okay, wofür brauchen die denn dann mich, wenn sie schon die gute Taktik rausgebaut haben? Na, wofür brauchen die uns denn? Warum brauchst du dafür eine Söldnerin? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Meine Güte. Ich helfe bei der Vertreibung der Athener aus Megaris, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Die Athener haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, wo ist der Anführer der Athener? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert. Okay, welche Vorräte soll ich denn vernichten? Welche Vorräte soll ich vernichten? Alles, was die Athener brauchen könnten. Such nach Lebensmittelkisten, Nachschub und Waffen. Der Hafen Nisseia im Tal von König Lelex wäre ein guter Ausgangspunkt. Von dort aus versorgen sie die Region. Okay, und welche Kasse soll ich stehlen? Diese Truhen, die ich für dich stehlen soll. Warum sind sie so wichtig? Eine Armee besteht aus Männern, die besoldet werden wollen. Nimm ihnen ihre Drachmen und sie kämpfen nicht länger für den Ehrgeiz anderer. Die Athener bewachen ihre Schätze in einem Fort am Fuße der Geranea-Bergkette.
Okay, alles klar. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athena-Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaos. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Ich traue ihm nicht. Staat Nerwan. Um deinen Vater Nikolaos zu treffen, musst du Stenator dabei helfen, Megaris zu erobern. Schwäche dazu Megaris Staatsstärke weit genug, um eine Eroberungsschlacht auszulösen. Ja, wir öffnen mal die Karte und schauen mal nach. Meine Maus. Achso, gar nicht da. Staatsstärke. Die effektivste Art, die Stärke eines Staates zu schwächen, besteht darin, seinen Staatsführer zu töten. Er ist immer erreichbar, aber solange die Staatsstärke hoch ist, wird er gut beschützt. Verringere die Staatsstärke und schwäche seine Verteidigung, indem du Soldaten der vorherrschenden Fraktion tötest, Kriegsvorräte verbrennst und den Staatsschatz plünderst. Wir starten rein. Und um den kümmern wir uns erstmal gar nicht, ne? Weil hier ist der nächste Söldner bei uns in der Nähe. Da ist der Kopf der Hydra. Ein Vertreter. Mhm. Okay. Aber das hier ist erstmal unser erstes Ziel. Da, wenn ich jetzt überlege, oh, das Gebiet, was wir jetzt begutachten, ist schon wieder so groß wie Kephallenia. Und Kephallenia haben wir echt lange gebraucht. Wird auf jeden Fall ein Heidenspaß. Quest abgeschlossen. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athena zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Ist ja gut. Mehrere Quests angenommen. Wir können die hier übrigens niederstrecken, aber wir sind jetzt gerade in geheimer Mission unterwegs. Neue Region entdeckt, Megaris. Frontlinien des Krieges. So. Erstmal unser Pferd rufen. Ist das überhaupt da? Jawohl. Phobos ist nämlich schon vorgeritten. Reiten wir los. Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Ich weide jeden Athener aus, der dafür mitverantwortlich ist. Elende Feiglinge. Und wenn sie tot sind, weiß Stentor, dass ich den Kampf an seiner Seite würdig bin. Was ist hier passiert? Was kümmert dich das, Söldnerin? Hast du etwas damit zu tun? Indirekt ja. Ich weiß, was ich tue. Und ich bin eine Freundin. Was willst du damit sagen? Zeig ihm doch das Ding. Wenn das so wäre, wäre ich sicher schlau genug gewesen, die Beweise zu vernichten. Verstehe. Wer das auch getan hat, war schamlos und dumm. Hier fällt so etwas doch sofort auf. Oder er wollte eine Botschaft senden. Stentor schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen, wo ich kann. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Sparta... Auf die Knie gehen, ja, ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Neue Söldner. Waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Okay, was haben wir hier? Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Also zu Fuß unterwegs. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Sieht aus wie Brokkoli. So, wir machen uns mal auf in den Wald. Grab des... Therios. So. Gut. Jo, abwehren kann ich natürlich nicht. Schnauze. Dankeschön.
Erstmal direkt auf Abwehr gehen. Noch einer? War da nicht gerade noch einer? Schnauze. Und wir reden aber mit ihm. Wir können ja noch mit ihm reden, habe ich gar nicht mitbekommen. Mal eben zurückrennen und mal eben... Und, waren es die Athena? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister. Ich habe herausgefunden... Wären das Athena gewesen, hätten sie nicht nur die Vorräte, sondern auch die Karren genommen. Und Banditen hätten keine Chance gegen gestandene Spartiaten gehabt. Was willst du damit sagen? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. In der Nähe ist ein nicht verfolgtes Ziel. Drücke V, um Ikarus zu rufen. Da ist was. Hier unten. Ah, hier in der Felsspalte. Was ist das denn? Okay, das Zeichen hatten wir noch nicht. Ich weiß, dass ich hier gucken muss. Ist mir bewusst. Aber einmal hier rumfliegen, mal eben kurz gucken, ob unter dem Teppich, bei dem Vorhang was ist, aber da sehe ich nichts. Okay, alles klar. Gut. Ja, würde ich sagen, schauen wir da hoch. Hof von Tripodisco. Das sieht interessant aus. Hat was. Ach man, hätte ich doch nur früher, als ich noch Minecraft gespielt habe, auch solche Ideen gehabt. Okay, so, wir schauen erstmal nach. Was finden wir denn hier? Hier wird irgendwo Essen gekocht. Da. Lecker, lecker, lecker. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, meine Liebe. Ganz ruhig. Oh, du Vollidiot. Lecker essen. Da sind sie. Wir pfeifen mal. Können wir da wohl mit Ikarus kommen wir, glaube ich, nicht rein. Okay, dann so. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte. Bitte, geh einfach. Ihr seht nicht wie Mörder aus. War das der Fehler der Spartiaten? Was? Warte! Nein, bitte! Du verstehst nicht! Was gibt es da nicht zu verstehen? Mir scheint das mehr als eindeutig zu sein. Bitte! Lass es mich erklären! Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte. Bitte! Ich sag dir alles, was du wissen willst. Okay, wer seid ihr? Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern, nein! Wir sind Bürger von Megara. Bitte, hab Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Okay. Erklärt euch. Es ist unklug, Spartiaten zu verärgern. Bitte, wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles. Unsere Kinder verhungern. Ach, ihr zahlt Diebstahl mit Mord heim? Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord?
Nein! Bitte! Wir haben doch niemandem etwas getan! Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Alles klar. Genug! Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden.